Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops 6 im Story-Modus. Wir schauen mal, wo wir jetzt weitermachen müssen. In Ordnung. Was für Ersparnisse hast du? Nichts. Ich lebe von einem Tag auf den anderen. Morgen ist nie garantiert. Guter Junge. Carpe fucking diem. Wenn wir das wirklich tun wollen, müssen wir finanziell kreativ sein. Was hast du im Sinn? Für Adler mag das ausgereicht haben. Aber für ein Team? Generalüberholung? Waffenkammer, Trainingsplatz, Ausrüstungsbank. Und was wir sonst noch alles gebrauchen könnten. Billig wird es sicher nicht werden. Wie viel Geld haben wir? Marshall hat in einem Zimmer oben ein paar Tausender gefunden. Tausender? Ansonsten haben wir leider nichts. Und Hände weg von unseren Bankkonten. Die werden überwacht. Such auf Missionen nach Geld, das herumliegt. Du wirst es wie Robin Hood machen. Von den Reichen stehlen und den Armen geben. Okay. So bin ich. Und wie habt ihr beide diesen Ort überhaupt gefunden? Wir sind einer alten KGB-Spur gefolgt und eine einzige Aufnahme führte uns her. Schien verlassen. Als wir unseren Maulwurf beim KGB danach fragten, wusste er nichts. Belikow dachte, es ist vielleicht eine Art Splittergruppe, ohne Segen des Zentralkomitees. Was es auch war, es war wohl kein Roter mehr hier seit 1968. Können wir sicher sein, dass Adler allein hier war? Ja, glaube nicht, dass er andere involvieren wollte. Hat wohl an einer Vertrauensliste gearbeitet. Soviel ich weiß, hat er niemanden kontaktiert. Deshalb hat Adler wohl mit Dumas geredet. An Langley vorbei. Das werden wir auch tun. Im Moment. Ich muss los. Am Brett hinter mir verfolgen wir unsere Ausgaben. Halt die Schnauze. Schau dir an. Sämtliches während der Mission erworbenes Geld kann für den Ausbau von 3 neuen Stationen im Unterschlupf verwendet werden. Jede von ihnen ermöglicht den Erwerb von Operator-Extras, die dich noch tödlicher machen. Sag mir, wo du das Geld ausgeben willst und ich mache es klar. Machen wir das. Bisschen mehr Ausrüstung. Kann ja nicht schaden. Wow, er hat den Stecker von der Bohrmaschine reingesteckt. Ey, jetzt sind wir richtig on point. Ja, und er holt Bier aus dem Kühlschrank. Habe ich jetzt Geld ausgegeben oder was? Was gibt's Neues, Mann? Nicht viel. Bei dir? Was kannst du mir noch über die Person sagen, die ich treffen werde? Nur was in Adlers Akten steht. Attentäterin. Um die 30. Kommt aus einem von Avalons Syndikaten. Der Gilde. Wurde wohl von der Gilde aufgezogen und dann verbannt. Oder sie ging. Keine Ahnung. Adler war interessiert. Also bin ich es auch. Was ist mit der Person in München, die du treffen wirst? Felix Neumann ist Ex-Stasi-Ingenieur und Verstrecker. Er knackte den militärischen Teil von ARPANET vor ein paar Jahren. Ich hoffe, dass er noch mehr drauf hat. Hast du noch etwas über das Pantheon herausgefunden? Bis jetzt haben wir nur Adlers Hausaufgaben. Vielleicht hat er den Verstand verloren. Wie dem auch sei, diese Paramilitärs in Kuwait, denen war nicht zum Spaßen zumute. Gut bewaffnet, koordiniert und motiviert. Was soll die Sorgen um Harrows Sicherheit? Besorgt? Jane ist schlau. Wenn Langley merkt, dass wir weg sind, wird sie uns so lange wie möglich schützen. Bis dahin wird man sie beobachten, also warten wir auf den richtigen Zeitpunkt zur Neugruppierung. Bin ich besorgt? Nein. Ja. Glaubst du, Adler, dass Pantheon irgendwie mit Langley in Verbindung steht? Oh Mann, weiß nicht. Schwer zu glauben, vielleicht bin ich nur naiv. Ist Livingston involviert, könnte er Adler loswerden wollen. So oder so. Hat Schniedelwutz schon versucht, dich um Geld anzuhauen? Machst du Scherze? 9 Jahre und ich schreibe nach wie vor Schecks an Temple. Er soll gefälligst eine Hypothek auf den Laden aufnehmen. Was glaubst du, wie Schniedelwutz mit all dem fertig wird? Da steckt ein harter Typ drin.
hat seine Beine in Panama verloren und seinen besten Freund. Langley gab ihm die Chance, bei Missionen zu helfen. Seine Beine waren die besten Freunde. Der Mann ist ein Soldat, ein Killer. In der jetzigen Situation glaubt er vielleicht, er wäre wieder an der Front. Schniedelwurz hat erwähnt, dass dieser Ort möglicherweise ein Unterschlupf einer KGB-Splittergruppe war. Das würde erklären, warum sie nicht wieder zurück waren. Dreh mal ein paar Steine um, wenn du Zeit hast. Wer weiß, was wir alles finden. Mach ich. Das ist alles, was ich habe. Ich will dich nicht länger aufhalten. Verstanden. Ciao. Wir sehen uns hier am Donnerstag. Ja, Mann. Vielleicht. Ausrüstungsstation. Nein, nicht erneut spielen. Mr. Gorbachev, open this gate. An entire class of US-Soviet nuclear. So, dann starten wir mal in die Mission, ne? Hier. Let's go. Adler hat nicht viele Infos über Sevati Dumar hinterlassen. Aber ich weiß ein bisschen über Avalon. Er ist ein Spielplatz für die Reichen und Verbrechersyndikate regieren die ganze Stadt. Jeder schaut, wen er von der Rutsche schubsen kann. Haben Sie ein Ziel? Heuern Sie jemanden wie Sevati an. Früher gehörte sie zur Gilde, einer der mächtigsten Fraktionen in Avalon. Jetzt arbeitet sie freiberuflich. Adler heuerte Sevati an, einer Pantheon-Spur nachzugehen. Und genau dabei hilfst du ihr heute. Wir wollen selbst sehen, wohin die Spur führt. Vielleicht bekommen wir so Verstärkung fürs Team. Kraul ihr den Rücken, aber pass auch auf deinen auf. Vertrauen muss verdient werden. Hallo? Case, sieh unter dem Telefon nach. Sein Name ist Yannick, ein Broker der Gilde. Er ist heute Abend auf seiner Yacht, hat ein Telefonat mit dem Pantheon. Wir hören mit. Ist der Anruf erledigt? Erledigst du, Yannick. Das wird das eigentliche Ziel herauslocken. Aber eins nach dem anderen. Wo finde ich Yannick? Vom Glockenturm der Kirche aus hat man einen guten Blick auf Yannicks Yacht. Er schmeißt eine Party, während seine Männer in der Kirche das Geld zählen. Okay. Was sollte ich über ihn wissen? Yannick handelt mit Waffen, Drogen, Frauen, alles was Geld bringt. Es heißt, das Pantheon will eine Beziehung zur Gilde aufbauen. Also testet Yannick das Terrain. Er ist unser erster Dominostein. Der Spaß beginnt, wenn wir ihn umwerfen und Zugang auf mein eigentliches Ziel erhalten. Johann Esaidi. Wo bist du? Nah genug, um zu wissen, ob du es vermasselst. Okay, ich bin bereit. Mal sehen, was du drauf hast, Case. Auf zum Glockenturm. Mir ist egal wie. Leise, laut, komm einfach hin. Gute Messerkünste. Du könntest schwimmen gehen, um die Wachen zu meiden. Tarnung. Halte dich versteckt und duck dich, damit Feinde dich nicht sehen können. Wenn du entdeckt wirst, versteck dich schnell wieder, bis die Lage sich beruhigt hat. Sobald wir Yannicks Anruf mithören und eine Spur zu Pantheon für Adler haben, erkläre ich die Gilde zum Freibild. Die haben es verdient. Ich weiß das. Ich habe früher für sie gearbeitet. Als ich noch bei der Gilde war, habe ich Yannicks Partys nie gemocht. Obwohl sie eine gute Übung waren, nicht aufzufallen.
Jede Kleine, die Yannick mochte, hat eine lange Nacht vor sich. Also macht ihr das Gute zu zählen. Hey, mettez-vous à couvert! Ah, von hinten. Oh Gott. Sorry, Bitch. Oh Gott. Clear aus. Zugang zum Glockenturm ist es im ersten Stock hinter der verschlossenen Tür. Vous avez vu quelque chose? Wie war ein Sie sind hinter dem Geld her. Was für ein Geld? Der Zugang zum Glockenturm ist im ersten Stock. Bah, scheiße. Bien reçu. Vous m'échappez pas. Yannick erwartet jeden Moment einen Anruf von Pantheon. Heute Morgen hat er ein Gewehr oben auf dem Turm versteckt. Denk dran, Case. Drück erst ab, nachdem wir sein Telefonat gehört haben. Okay. Wir müssen eine Verbindung zu Pantheon bestätigen. Yannick ist beim Schirm. Oberdeck links. Von Mädels umgeben. Also erstmal abhören und dann umbringen. Ich habe die Anzahlung erhalten. Meine Männer zählen sie noch. Es ist alles da. Nicht vergessen, dies ist eine einmalige Sache. Ich will nichts mit der CIA zu tun haben oder deinem Pantheon. Du lieferst die Hardware heute Abend, verstanden? Das war aber anders vereinbart. Heute, Yannick, fordere mich nicht heraus. Also stehen Pantheon und CIA irgendwie in Verbindung. Adieu. Palm zwischen die Augen. March. Recht. Du kannst gut schießen. Ja, ich weiß, ne? Sieht gut aus. Yannick war nur der erste Dominostein. Wir haben heute noch mehr zu erledigen. Begib dich zurück zum München. Oh, Gott, nein. Oh, nein. Mutz hatte recht.
Geil. Gut schießen. Yannick war nur der erste Dominostein. Wir haben heute noch mehr zu erledigen. Falsche Taste. Begib dich zurück zum Münztelefon. Ich komme mit einem weißen Lieferwagen. Zum Münztelefon? Wachen im Anmarsch. Die Nachricht über Yannick macht die Runde. Lass sie nicht entwischen! Dafür wird sich die Gilde kalt machen! Uiuiui! Nee! Ey, fuck! Von hinten. Und von da. Schnell, Case. Ab zum Wagen. Ab zum Wagen? Welchem Wagen? Ich höre sie reden! Rückzug zur Kirche! Du bist sicher, Keith. Yeah. Hey, mach leiser! Das ist Gabriel da vorne. Er ist cool. Sie haben eine Krisensitzung im Château de la Haute Lune einberufen. 3 Gildenanführer werden da sein und die Wogen mit dem Pantheon glätten. Ich will mein Geld. Daher crashen wir diese Party. Château de la Haute Lune! Los geht's! Die Gilde wird das Restaurant abriegeln und sich dann im ersten Stock im Tresorraum treffen. Die Tür kann nur von innen entriegelt werden. Du wirst mir helfen, diese Tür zu öffnen. Wir haben noch etwas Zeit. Gerade genug Zeit zum Umziehen. Da sind wir. Passend für Gilden-Security. Ich würde gerne alle Gilden-Bastarde tot sehen. Pantheon ist das i-Tüpfelchen für mich. Hier ist mein Halt. Geh zum Vorbereich des Tresorraums im ersten Stock. Ein Alarm wird ertönen. Das ist okay. Die Gilde kennt dich nicht. Es ist am besten, du ergibst dich und spielst mit. Wenn du drin bist, warte auf mein Zeichen. Ja, das war eine weitere Folge von Black Ops 6. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und Bewertung da. Und den Sinne sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Shark. Ciao.